Sorry für das lange Video, aber ich habe am Schluss echt noch Dampf abgelassen. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte mich früher melden. Hi, süßer Mann. Ich habe. Oh, ich mitlege, Schatz. Ja, mein Süßer. Ich habe. Ich sehe vielleicht, ich habe vielleicht kleine Augen, aber ich bin ziemlich fit. Ich habe nämlich gestern noch ein bisschen im Handy rumgesäppt, im Internet und alles. Und habe da nicht mehr auf die Uhr geguckt. Und plötzlich war es 2:30 oder so. Und ich bin heute Morgen, habe ich um sie. Nee, um. Ah, 6 der Wecker gestellt und habe aber doch noch der Wecker ausgemacht. Nee, um 7. Oh, ich habe dann erst nee, sorry, um 6 wollte ich Wecker stellen, habe dann gesagt, da komm ich, eine Stunde später reicht auch. Und habe dann, ich ging da, geh mal weg, Schatz. Und habe dann noch 8 Minuten mit meinen Hunden geschmust und um 7:08 Uhr bin ich dann aufgestanden. Und ich habe gestern noch kurz in meine E-Mail reingeguckt und habe dann gesehen, dass von Rodenti, wie gesagt, wie gesagt, jetzt fange ich wieder an, hieß es dann, ja, ihr Paket ist angekommen zwischen, also gestern Nachmittag war ich ja einkaufen. Da guck mal, Schlupfbär. Bist du ein Schlupfbär? Und dann habe ich heute Morgen jetzt, wo ich meinen Müll rausgebracht habe und die zwei Pakete, die heute auf die Reise gehen für Antiraucher und Sakushi, habe ich dann gesehen, dass auf meinem Ablageort ein Paket stand. Und das war das, was ich gestern gelesen habe, aber ich bin dann gestern nicht mehr raus, logischerweise. Weil ich schon im Nachtgewand war, wie man so schön sagt. Und jetzt habe ich das hier und jetzt packen wir es zusammen aus. Und dann habt ihr was zu gucken am Vormittag, die Bock haben und die Zeit haben. Aua! Und ich werde nachher einkaufen gehen. Ich muss mir kurz ein Resümee nachher machen, was ich noch brauche für die Merlix-N und was ich schon da habe. Und dann gehe ich einkaufen auf große Einkaufstour. Und ich denke mal, spätestens morgen dann das Video gezeigt. Also dann geht es morgen zwar auch schon auf die Reise, aber ich bin ja heute Nachmittag noch bei meinem Vater und. Wenn was reicht mit dem Einpacken, ich guck mal. So, dann legen wir los. Ich mache euch ein bisschen, wenn es jetzt nicht wieder abschnabbelt, kurz hoffentlich. Ein bisschen mal da runter. So. Ich muss mir nachher noch ein Cuttermesser kaufen. Mein anderes Cuttermesser ist irgendwo verschwunden. Und ich hasse es mit der Schere. In alle Videos, außer einer, zwei, habe ich bis jetzt Leute nur gesehen, die nie mit dem Cuttermesser geschafft haben. Und das Ding, es geht auch viel schneller. Also die Schere sind als manchmal voll eklig und nervig. So, und wie man schön so hört, schon mal ein bisschen Mülli. So, Rodenti. Insgesamt ausgegeben, inklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten, 89,47. Was habe ich denn da überhaupt? Ah, so. Na, lieber Freund, jetzt kann ich den nächsten Lader aufmachen mit dem Zeug. So, dann packen wir mal aus. Ich habe bestellt. Was ist denn das? Okay, bin ich mal gespannt jetzt. Was ist das? Oh, einer meiner Hunde hat wieder gepupst. Leute, also gestern Abend auch nochmal. Ich habe gedacht, ich spinne. Oh, puh, mein Lieb. Also, Leute, zur Zeit finde ich echt schlimm. Ah, schön, 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 schön. Birkenholzröhre Zungi. Guckt euch das an. Da passt die Pebbles durch. Das kriegt eins die Pebbles und eins die Mäusis, weil ich habe zwei bestellt. Das ist aber hübsch. Dann mit dem Bändel, ist ja schon süß, gell? Mit extra so einem Bändel. Die sind schön.
Echt toll gemacht. Nicht schlecht, Herr Specht. Haben wir die Nummer 2. Ich tue mal den Durchmesser. Ausmesser noch. Das größere kriegt dann die Pebbles und das kleinere kriegen die Mäusis. Hey, 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 hey. Das ist nichts für dich. Komm. Nein, Stinker. So, dann legen wir los mit dem nächsten. Also wenn das dasselbe ist, ich hoffe es ja nicht. Ich habe das doch nur viermal bestellt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, tatsächlich, ich habe das viermal bestellt. Wisst ihr, warum ich es viermal bestellt habe? Ich habe auf 2 gedrückt und habe vergessen, dass es ein Zweierpack ist. Das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Jetzt habe ich 4 von den Birkenholzröhren. Na super. Ich weiß schon, was ich damit mache. Gibt ja bald wieder ein Gewinnspiel. Ich bin ja bescheuert. Ja, guck mal. Aber die sind alle so toll gemacht. Ich mag das, wenn das so ein bisschen aufkribbelt schon überall ist. So richtig das Natürliche. Nicht so dieses glatt zäte und Ding. Das mag ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist die kleinste. Guck mal, die ist so ein bisschen abgeflacht hier. Die kann man gut hinlegen. Wenn die nicht schmecken, so ein Böppel hätte die. Aber ich mag das mit den Böppels da. Schön. Ich glaube, das kriege die Mäuse. Die palle ich mal die Mäuse. Die abflachte. Die ist schön für die Mäuse. So. Birkenholzröhre. Hat mich gekostet 7,16 Euro. So, dann haben wir. Ah ja, genau. Das ist. Ja. Entschuldigung, Leute. Das habe ich hier. Super Silent, 21 cm. Noch einmal ein Laufrad bestellt für Zwerghamster. Das gleiche hat ja die Pebbles schon. Jetzt, Leute, bin ich jetzt blöd, dass ich jetzt, was ich hier auch gut finde, das ist hier drüben nochmal, ich immer Summerbaut, Pflegeanleitung. Also das mache ich ja von Rodipet echt immer super. Ich habe denen übrigens gestern eine E-Mail geschickt, beziehungsweise auf ihrer Internetseite. Da geht es auf. Meine Mutter, ich bin echt bescheuert. Und gefragt, ob man dieses Lagarium, das große, nicht vorbestellen kann. So, da haben wir es nochmal. Habe ich euch ja letztes Mal gezeigt, wo ich euch das Gehege vorgestellt habe. Dass man das in der Höhe verstellen kann, finde ich klasse. Echt super, wie immer, super verarbeitet. Sehr leise. Ganz toll gemacht. Ich will euch das mal zeigen, wie das da hinten im Eck aussieht, mit diesem eckigen Teil hier. Echt super gemacht. Also absolut. Ach, das riecht super nach Holz. Ich liebe das. Korklaufröhre hier. Sehr schön verklebt. Also das sieht man wirklich, wenn ich manchmal so die Billigdinger sehe. Wie toll das verklebt ist. Also absolut sehr schön gemacht wieder. Sieht man auch dieses Rodipet, diese Schrift ist richtig aufgebrannt. So, das merkt man, diese Erhebungen. Ich mache das mal schön wieder rein. Ich will euch nämlich noch was zeigen. Moment, das ist falsch rum. Sekunde. Hier, wie geht das jetzt rein hier? Ja. Ach so, so, ich glaube, so geht's rein. So, ja. So. Geht ihr weg von meiner Holzröhre da hinten, von meiner Korkröhre, Birkenholzröhre. Leute, ich will noch ein paar verwenden fürs Gewinnspiel, weil mit 4 Dinger, also warum ich da 4? Also das ist ja sowieso. So, dann habe ich passend. Jetzt kriege ich es wieder nicht auf. Sag mal, wie ist denn da die Konstruktion immer mit dieser Aufmacherei hier von den Päckchen? Ich bin da echt so bescheuert dafür. Kapier ich nicht. Hä? Ach so, der Opa. Oh, nee, auch nicht. Muss doch irgendwie. Bim, 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 bim. Jetzt habe ich das Holzlaufrad schon reingemacht. Ich hole es gleich nochmal raus. So, ich habe passend zu diesem Laufrad ein Podest geholt. Evolution. Das Holzlaufrad hat mich übrigens gekostet
31,96 €. Moment, ihr seht halt nur mein Schopfrad. Moment. Und das Podest Silent, Super Silent Laufrad, 11,96 €. So. Ich stelle das jetzt noch einmal geschwind auf. Leute, sorry, dass ich jetzt so gepufft habe. Ich hätte es ja gleich machen können. Also, ich wollte euch das jetzt noch hier noch zeigen. Noch einmal hier ganz schön mit der Schrift Rodi Pet. Ganz süß gemacht. Und das steckt man dann hier in diese Ding rein und juppie, los geht's. Super gemacht. Kann nichts kippen, kann nichts wackeln. Absolut klasse. Und wie gesagt, wenn man das auf den Boden stellt vom Nagarium und kann dann hinten bis zu, ich weiß gar nicht, wie hoch nochmal, also es ist ganz lieb, kommt dann auch kein Einstreu rein und dann kann man ein bisschen höher einstreuen und dann kommt das Tierchen trotzdem in das Laufband. Super gemacht, kann ich echt nur empfehlen. Und dann kann man hier, hier die Öffnungen gerade so reinstelle. Hebt, passt. Jetzt stelle es doch so rein. Also ich wollte eh nochmal alles im Ganzen zeigen. Dann machen wir die Öffnungen gerade so weg. So. Und dann habe ich mir bestellt Kleintiertorf, 25 Liter, 11,96 €. Das ist bisschen was für die Hamster mal, bisschen was anderes im Schälchen mal angeboten oder irgendwie. Dafür habe ich mir auch dieses Heu, dieses Hai-Keramik-Teilchen, wo mir kaputt gegangen ist. Übrigens haben sie jetzt gesagt, ja, ich brauche es doch nicht zurückschicken. Erst wollte es ein Foto. Und dann sagte, wie soll ich ein Foto machen? Ich habe ja gar nicht keine Möglichkeit, ein Foto hochzuladen aufs Ding. Nur WhatsApp kann ich euch ein Foto machen. Ja, nee, sie brauchen, habe ich real eingeschaltet. Dann haben sie gesagt, ja, sie braucht, ich brauche dann doch nicht zurück. Ich habe gesagt, ich schicke es ihnen zurück. Wo kann man einen Retourenschein ausdrucken? Ja, braucht man nicht. Erstmal wollte sie mal das Geld zurückstellen. Dann habe ich es zurückgeschrieben per E-Mail. Er sagt, Leute, ich will kein Geld, ich will das Teil. Und zwar sehr dringend. Also ich bestelle doch kein Teil, um das Geld wieder zurückzubekommen. Also schickt mir doch einfach der Ersatz. Und den bezahlt habe ich es ja nicht einmal, weil es ja auch über Klarna läuft. Und dann haben sie geschrieben, ja, sie gucken, dass ich einen Ersatz schicke. Ich brauche das kaputte Teil nicht zurückschicken. Bin ich mal gespannt, ob was kommt. So, aber das geht dann auch wieder bis zu 15 Tage. Also was das angeht, ist real lahmarschig. Das muss ich jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen. So, Kleintierstreu, Torf-Mini-Ballen, Netzwerk-Torf für Pflanzen und Kleintiere. Also, ich werde einigen. Ich habe mir gestern Abend im Internet nochmal sowas bestellt, auch noch andere Sachen. Hier ist das Kleintiertorf von Plantaflor, steht da. 25 Liter. Ja. Das war's. Den Karton hebe ich mal auf. Man weiß ja nie. Jetzt geht's wieder los mit der Karton. Ich sag's euch. So, jetzt nehme ich euch mal runter und zeige euch nochmal, was ich gekauft habe. So, da habt ihr es noch einmal im Ganzen. Viermal von denen schöne, super schön verarbeitete Birkenholzröhren. Rodipet inklusive Ständer. Der Mini-Torfballen. Jo. Das noch mal gesehen. So, und während ich das wieder kurz mal da reinlege und einpacke ein bisschen, erzähle ich euch heute noch mal ein bisschen was. Also ich gehe nachher einkaufen und besorge die Sachen. Aber was Wichtigste ist, was ich euch eigentlich erzählen möchte, ist Folgendes. Und zwar hat sich die Pixi gemeldet. Die war auf dem Lehrgang. Deshalb hat sie noch nicht geguckt, ob... Rechnung schnuppel ich damit rein. So, ob sie ein Paket bekommen hat, wo sie mitbekommen hat, der Krabach hat es schon gekriegt. Ihr wohnt ja auch verschieden, kann jetzt sein, dass einer weiter weg und dann geht es halt einen Tag länger, ist ja klar. Sie hat es an ihre Eltern schicken lassen, hat sie gesagt. Und hat mir gesagt, sobald sie, ich glaube, heute kommt sie vom Lehrgang zurück und sobald sie, au, und sobald sie, weiß, möchte sie was hochladen. Jetzt ist auch das Problem, ihre Eltern sind selber so gespannt drauf, was da drin ist und freue sich da drauf und möchte beim Auspacken dabei sein. Dass Pixi mir jetzt geschrieben hat, ja, ihre Eltern wollen halt ins Video, kann ich verstehen, ist ja klar, dass sie vielleicht doch noch Bilder hochschickt. Jetzt habe ich auch was geschrieben. Er hat gesagt, Pixi, das kannst du mir nicht antun. Er hat gesagt, jeder will ein Video sehen.
Also deine Eltern müssen ja nicht in Erscheinung treten. Und wenn man die Stimmen im Hintergrund hört, ist es ja nicht so schlimm. Wir wollen ein Video sehen. Wir wollen ein Video sehen. Wir wollen ein Video sehen. Und Naomi habe ich selber geschrieben. Ha, ja, mit Bilder schicken. Und das Auspackvideo ist nichts geworden. Da habe ich gesagt, Mädel, jetzt guckst du mal meine Videos an am Anfang. Das war ein einziges Gestottere, was ich da von mir gegeben habe. Und trotzdem habe ich jetzt schon 25 Abonnenten. Das ist schon egal. Ihr seid so klasse. Und, kurz mal ausgeflippt, so, alles wieder gut. Und ja, gesagt, Leute, heißt das, das könnt ihr mir nicht antun. Ich meine, ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, es jedem selber überlassen. Aber bitte, ladet die Videos so. Und wenn, das ist doch egal, ob ihr neben euch in der Nase bohrt oder das ist doch mir wurscht, das ist uns alle wurscht. Wir wollen es sehen. Wir wollen es sehen. Eure Reaktionen wollen wir sehen. Menschenskinder, Leute, lasst uns nicht im Stich. Schöner Gruß an die Eltern von der Pixie. Dann setzt euch aufs Sofa und guckt von Weitem zu. Ihr könnt an die Kamera halten, dann seid ihr ja nicht im Bild. Und könnt euch trotzdem freuen. Man hört sie an der Stimme. Yippie, yippie. Nee, und Leute, bitte, tut uns das nicht an. Ich weiß, es ist kein Muss, aber das wäre so schön, wenn ihr Videos hochladet. Ich weiß, Melix N und Anti-Raucher wird auf jeden Fall ein Video hochladen. Wer nicht? Und Sakushi mit Sicherheit auch. Und ja. Also das wäre so schön, wenn ihr Videos... Ich meine, Bilder, allein vom Grabak, die Bilder waren ja super schön und Ding. Aber so wie es jemand auspackt und die Reaktionen und so... Ja, ich würde mich da schon freuen. Übrigens, die Naomi hat mich gefragt, ob man die Karte vorlesen darf, meinen richtigen Namen nennen. Natürlich dürft ihr das. Noch einmal zur Info. Hat mich auch noch jemand anders gefragt, ob man Teile meines, ich glaube Melix N war's, meines Gewinnspielvideos mit in das Auspackvideo mache. Dürft ihr auch, selbstverständlich. Ihr dürft da alles verwenden. Mein richtiger Vorname dürft ihr logischerweise auch verwenden. Bitte nicht der Nachname, aber der Vorname. Weil der steht ja in meiner Kanalinfo eh drin, wo ich mich vorstelle. Beziehungsweise in einem Vorstellvideo ganz unten. Wo ich eigentlich sehr viel Daumen nach oben bekommen habe, wo ich gedacht habe, ich spinne, wo ich mich selber vorstelle. Ziemlich am Anfang und ich kann euch die Nummer jetzt gar nicht sagen. Das ist ja ein einziges Gestottere. Aber das hat mich verwundert. Ich glaube, die Leute stehen drauf. Apropos drauf stehen, was euch gefällt. Viele machen, wenn sie die Videos hochladen, ein bisschen im Stillen eine Hintergrundmusik. Ich weiß nicht einmal technisch, wie das funktionieren soll bei mir mit der Lautstärke, weil wenn ich Musik über Lager, also drauflege auf ein Video, auf ein bestimmtes, habt ihr ja schon öfters gesehen. Und ich mache die Musik dann leise, kann ich ja den Ton einstellen auf leise. Und würde aber nebenher reden, ich glaube, dann ist meine Stimme auch leise. Ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie zu trennen. Deshalb war auch meine Frage, falls ich das irgendwann mal kann, ich müsste echt mal ausprobieren, aber ich habe es, glaube ich, mal vor kurzem ausprobiert, das funktioniert nicht. Also entweder ist dann beides gleich laut, dann müsste ich schreien und die Musik wäre so laut, das wäre auch nicht schön, dann ein Video anzugucken. Oder einfach mal eure Meinung, was gefällt euch das eigentlich, wenn ihr das Video seht und im Hintergrund ist Musik? Das würde mich echt mal interessieren, weil manchmal haben manche die Musik ein bisschen zu laut, manche haben sie dann... Ich sage, es muss ein angenehmer Ton halt hinter dran sein. Und manchmal ist es zu laut, gerade viele entschuldigen sich dann. Es ist dann auch nicht schlimm, um Gottes Wille. Guckt mich an, ich bin ja immer noch der totale Anfänger. Aber, Entschuldigung. Aber das hätte mich mal überhaupt allgemein interessieren. Wie ihr das findet, ob jetzt so Videos wie ich, wo überhaupt keine Hintergrundmusik ist, außer da Hintergrundgeräusche von meinen Eumels dahinter dran. Oder mit so leiser Musik hinter dran. Das hätte mich mal interessieren. Das ist mir jetzt heute Morgen eingefallen, wo ich die Pakete ins Auto gelegt habe. Mir fallen Sachen ein. Geht auf keine Kuhhaut. So, Leute. Das war's von meiner Seite fürs Erste. Mit Sicherheit kommt heute noch mal was. Weil ich habe ja noch ein bisschen was vor. Deshalb, ich muss mich jetzt beeilen. Ich muss jetzt mal langsam losfahren. Wir haben jetzt gleich 8:45. Und dass heute noch was geschafft wird. Und ich denke mal, dass ich heute als erste Amtshandlung gegen Nachmittag, Abend, welchen halt wieder wecken müssen, aber den Fridolin sauber mache. Und dann das Essen tue ich, guck, wie mir die Mias Welt vorhin, die Mama von der Mia, gesagt hat. Übrigens, das habe ich schon gewusst mit einer Fäden und dem, wo die Lebensmittel, nicht böse mein, aber sehr lieb von dir, der Tipp. Dankeschön. Übrigens, apropos Tipp, habt ihr vor kurzem gesehen, dass ich hier eine Diskussion hatte mit einer Lua Lua, so ein grüner Profilbild, ich habe die übrigens jetzt blockiert. Keine Videos hochgeladen, gut, muss man auch nicht, aber wenn einer so sarkastische Kritik
Tipps, Kritik. Weil ich war vorher in Facebook in einer Hamstergruppe. Und halt, dann hat einer sich über Nagarin halt Ding, was er noch verbessern kann. Ich habe halt geschrieben, ich habe halt mich an das Laola-Nagarium gehalten. Ich sagte, Mensch, das kann ich dir super empfehlen und Streuschicht so hoch, so. Und hab halt aber drunter geschrieben, ich möchte keine Werbung machen, aber guck dir, weil sie gesagt hat, oh, wie macht man diese Ebene, diese Holzebene, wo ich ja da habe mit den Dübel und Ding. Da habe ich gesagt, weißt du was, guck doch mal bei mir, ich möchte keine Werbung machen, aber guck doch mal in das Video rein, wo ich die Laola. Da dieses Laola vorstelle mit der Pebbles. Haben die anderen, die eine, wo da in dem Hamsterforum auch war in der Gruppe, oder ich, hat sich da wie bedankt und Ding. Und dann 2 Tage später oder einen Tag später sehe ich Videos gelöscht, Kommentare gelöscht von mir. Und dann habe ich privat eine Nachricht gekriegt von dieser Administratorin. Ja, du hast da nicht artgerecht eingerichtet, das sind eben diese Holzleitermacher. An dem haben sie es aufgemacht, weil das Nadelholz ist und weil das, ne, weil nicht wegen Nadelholz, weil die Holzleitermacher sind ja solche. Hey, ihr wisst ja, wie sie aussieht. Und da würde sie die Pötle, könnte sich da drin verhaken und könnte sich da verletzen dran. Und wenn sie dran nagen, wäre es auch nicht gut. Erstmal tun meine Hamster nicht dran nagen. Sowas gibt es nämlich auch. Da können jetzt viele aufschreien, aber sowas gibt es wirklich. Ich habe noch geil bei beide nicht einmal gesehen, dass da was dran nagbar ist. Und ganz ehrlich, wie viele Leute, wie viele Menschen, wo Hamster haben diese Holzleitern? Und bis jetzt habe ich noch nicht einmal gehört, dass sich da noch jemand verdingt. Wenn ich jetzt ein Gitterkind. Dann, wie gesagt, das war mir dann. Leute, nicht, dass ihr denkt, ich habe dann Rückzieher gemacht oder so, aber ich habe mir gedacht, erstens mal, dann habe ich gedacht, ein bisschen hat es mich geärgert und hinterher habe ich gedacht, warum bin ich eigentlich noch in dieser Hamstergruppe? Erstens mal gebt ihr mir immer so tolle Tipps, ich habe super Bücher daheim und ich habe das Internet. Ja, ich habe eure Videos, wo ich mir immer noch Tipps und Tricks holen kann und ich glaube, inzwischen habe ich einiges gelernt, was Hamsterhaltung angeht. So. Weil ich habe das Futter verbessert. Von über Rodipet. Dann bin ich über nicht Futterkrämerei, Futterparadies. Habe das beste Futter in meinen Augen ohne. Da ist von Mixeramas Futter schlechter als vom Futterparadies. Obwohl es von Mixerama Bombe ist. Selbst Rodipet ist klasse. Nur da sind aber auch schlechtere Sachen drin als von Futterparadies. Ich habe für alle drei nur noch von Futterparadies. So. Und dann eben, also ich habe mich jedes Mal, ich glaube, ich habe in den letzten Wochen sowas von verbessert, was die Haltung angeht, was das Futter angeht. Und ich glaube, also wenn jetzt noch einer mega wegen Sommerer, poplige Scheißleiter, Entschuldigung Leute, dann habe ich, wie gesagt, da habe ich mir dann aufgeregt, dann habe ich gesagt, warum brauche ich die eigentlich noch? Bin raus aus der Gruppe, bin ausgetreten. Sorry, das muss ich euch jetzt erzählen. Ihr könnt gerne ausschalten, aber das muss ich euch jetzt erzählen. Und ein halber Tag später, in irgendeinem der neuesten Videos, guckt mal rein. Kommt von Lua, so ein grünes Profilding mit einem L oder was. Guckt da mal rein. Inzwischen kommt nichts mehr, weil ich sie blockiert habe, weil mir das echt zu blöd war, rumzudiskutieren. Das habe ich nicht nötig, Leute. Ihr könnt jetzt denken von mir, was ihr wollt, aber das habe ich nicht. Lest euch mal das Ding durch, aber komplett überall. Die hat nämlich in dem einen Video, wo ich die Pebbles in diesem Gitterkäfig noch hatte, in diesem Ding, in diesem Ersatzding, habe ich ja euch die Gründe gesagt, warum die da drin ist. Und dass es nicht ewig dauert. Und das ist auch wirklich, war, ich glaube, 14 Tage war sie da drin. Ich glaube, nicht länger. Selbst wenn sie ein bisschen länger war. Ich glaube, aber das ist zu verschmerzen. So. Da habe ich von keinem von euch einen Hate-Kommentar bekommen. Kein Dislike, gar nichts. Ihr habt zwar dann gesagt, und wirklich, ich glaube, allein Melix N, das war, glaube ich, und das Hamsterbascha, das waren die ersten Leute, oder auch dann hinterher Hamster-Egon, die mir Tipps gegeben haben, was ich verbessern kann. Und ihr habt diese Kritik, die ihr da geäußert habt, war sowas von freundlich rüber. Und ich glaube, inzwischen kann man wirklich über mich sagen, dass ich Kritik annehme und versuche, das zu verbessern. In meinem möglichen Rahmen, wo es gibt. Dann hätten mir die, ich sage, lest euch bitte das durch mal. Die Lua, die hat mir Sachen geschrieben, eben durch von dem Gitterkäfig, wo die Pebbles am Abend Ding. Deine Haltung ist schlecht. Dann habe ich drunter geschrieben, du, das ist ein älteres Video. Ding, also geh mal weiter hoch, guck mal die neuere, die hat inzwischen ein riesen Gehege. Und dann habe ich aber auch gleich erste Sätze, weil es so für mich war das ein anderes Wort, kann ich mir nicht, kommt mir nicht in den Kopf, das war eine sarkastische Kritik und auf sowas kann ich verzichten. Hätte sie das freundlich sein, dann gesagt, oh Mensch, das Gittergehege ist aber nicht gut, da können sie sich Beine brechen, können sie sich fragen. Alles kein Thema.
Dann hätte ich gesagt, ja, du, ich weiß es, aber inzwischen wohnen die Peppels woanders. Guckst doch gerne mal rein, ich kann das gerne verlinken, Nummer, Videonummer, bla bla. Hätte ich sofort gemacht. Aber so ein sarkastischer Ton, da ist mir schon da gestanden, das Wässerle. Ne? Hätte schon geblubbert. Und dann, ja, und dann eben, die muss in der Gruppe gewesen sein, in dieser Hamstergruppe. Ja, wenn man aus einer Gruppe ausrennt, war mir sofort klar. Ja, und denen, wenn man keine Kritik verträgt und gleich aus der Gruppe dreht, dann haben sie gesagt, du, ich habe andere Gruppe. Das habe ich ziemlich am Schluss geschrieben dann. Du, ich bin fair. Aber die, also die hat in zwei verschiedene Videos, glaube ich, Kritik reingemacht. Müsst ihr mal durch selber. Also wie gesagt, in dem einen Video, wo ich die Peppels vorstelle, in diesem kleinen Gitterkäfig, wo es am Anfang noch war. Und dann irgendwo anders noch. Auf jeden Fall hat sie dann, am Schluss war das dann nur noch so, wenn ich sage, du, habe ich gesagt, ich bin aus anderen Gründen raus. Ich meine, ich muss echt nochmal dazu sagen, ich habe mich echt drüber geärgert am Anfang, wo die Videos gelöscht waren und Dinge jetzt so, was mir sind. Ja, wenn man dann, wenn andere, die keine Hamsterahnung haben, diese Videos sehen und die Holzleiter sehen, denken sie, das ist richtig. Slaola-Gehege, ihr habt gesehen, wie toll das, die einzige Mango ist das wie der Holzleiter. Meine Güte, hey. Ich habe eben am Anfang, gleich am Anfang dieser Lua, der Lia, Lia, der Lua, Lula, Lula, Lela, Lila, blablabla, wie sie heißt, habe ich dann auch geschrieben. Da habe ich gesagt, du, heißt, zeig mir mal ein perfektes Hamstergehege. Du kannst keinen Hamster perfekt halten. Wenn du einen Hamster perfekt halten willst, musst du in die Gegend fahren, wo sie wohnen, und ihn da aussetzen. Dann ist es perfekt. Also das habe ich nicht so geschrieben, aber so ist es ja gedacht. Perfekt. Es gibt kein perfektes Gehege. Da müsst du ein Gehege haben von 5 oder 5 Meter. Das ist nicht einmal perfekt, weil ein Hamster... Der hat keine Sperre irgendwo im wirklichen Leben. Kein Tier eigentlich. Kein Pferd und nichts. Ich hab kein Pferd und nichts als Sperre in den Stall. Hallo? Also auf jeden Fall. So. Leute, es regt mich schon wieder auf. Ich glaube, ihr habt mir noch nie so erlebt. Sorry, dass es jetzt auch so lang geht. Aber das muss ich euch jetzt fertig erzählen. Und dann bin ich, wie gesagt, habe ich dieser Lua Lua, oder wie sie heißt, habe ich dann am Schluss noch geschrieben, du, ich habe es zwar nicht nötig, mich zu rechtfertigen, aber ich bin aus anderen Gründen aus eurer Gruppe raus. Heißt halt, aber ich bin fair und habe dann aufgezählt, ihr seid da, wo mir Tipps gibt. Internet ist da, wo mir Tipps gibt. Lest euch das mal durch. Und dann, die hat nicht aufgehört. Und dann im anderen Video hat sie dann geschrieben, ja, mein Futter wäre auch nicht artgerecht. Das war das allererste Futter, wo ich ihr gegeben habe. Das etwas schlechtere. Dann hat sie geschrieben, guck mal bei, irgendwo was hat sie mir geschrieben, dann nochmal bei Rodipet. Dann habe ich gesagt, du. Dann habe ich dann auch wieder geschrieben. Dann habe ich gesagt, du, Rodipet, Futter ist auch nicht so doll. Also guck mal das neuere Video an, inzwischen kriegt sie von Futterparadies. Hallo? Und das sind Kritiken, wo ich mich dann ständig, und das sind für mich keine Kritiken, das sind Rechtfertigungskritiken, wo man sich rechtfertigen muss. Und noch einmal, Leute, dass ihr mich bitte nicht falsch versteht. Wenn die diese Kritiken in einem freundlichen Ton reingeschrieben hätte, wie jetzt heute Morgen die Mias Welt, wo ich gesagt habe, mit dem vorhin, wo ich noch erwähnt hatte, mit dem... eine Futter-Lebensmittelmutter beim Fridolin, hat sie mir geschrieben, oh Mensch, kontrollier bitte auch dein Futter oder kontrollier dein Futter, wegen deine Fäden ziehen. Habe ich jetzt vorhin gesagt, oh, Mias Welt, Mias Mama, Dankeschön, das wusste ich mit der Fäden, aber super, danke für den Tipp. Der hat es so freundlich reingeschrieben. Solche Kritik nehme ich an. Oder wie oft hat mit Melix etwas geschrieben, gesagt, Mensch, guck auf das Hamster-Egon, hat mir schon geschrieben. Diverse andere Leute von euch haben mir schon geschrieben. Alles in einem freundlichen Ton. Solche Kritik lese ich gern und nehme auch dann gern an. Aber wenn man so, liest euch jetzt mal durch, vielleicht empfindet ihr es nicht so, aber ich fand das so ein sarkastischer Ton und aus diesem Grund habe ich sie blockiert. Solche Leute kann ich nicht brauchen. Und dann bin ich bei der auf der Kanal. Ich meine, es ist ja jedem überlassen, ob er Videos macht oder nicht. Dann habe ich dann, und das sind dann die Leute, die dann auf solche Sätze nicht eingehen. Ich habe am Anfang dann geschrieben, du zeig mir doch mal deine Videos, wie du den Hamster hältst, dann kann ich was lernen. Da war ich noch freundlich am Anfang. Da bin ich bei, darauf ist sie dann gar nicht eingegangen. Das ist ja genau das, was ich dann meine. Die Leute gehen darauf gar nicht ein. Und dann bin ich bei der auf der Kanal. Das ist nur ein Surfer. Okay, jetzt werdet ihr sagen, ich jedem selber überlasse. Richtig, alles kein Thema. Aber wenn einer nicht einmal eigene Videos hat und dann noch so ein sarkastischer Ton hat, da geht bei mir die Hutschnur. Ihr kennt mich nicht, Leute. Da kann ich dran nicht werden. Das ist für mich ungerecht. Und ich habe beim Gewinnspiel mitgemacht, bei der Sakushi. Und da hat sie eine Frage gestellt. Was findet ihr an euch selbst am besten? Und da habe ich geschrieben, mein Gerechtigkeitssinn. Weil das ist ein Ding, wo mir wirklich auf die Nüsse geht, Leute. So. Jetzt habe ich gebabbelt und gebabbelt. Aber jetzt habe ich mal einen Ärger rausgelegt. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon hält. Vielleicht habt ihr... ich hoffe, ihr habt alles verstanden, was ich... Guckt mal in die Kommentare rein.
was sie geschrieben hat, was ich geantwortet habe. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen zu arg echauffiert an dem Abend. Vielleicht habe ich mich jetzt auch zu arg echauffiert heute Morgen. Aber das hat mich aufgeregt. Ich bin ein Mensch, ich reg mich da über sowas auf, weil ich sage, Kritik sehr gerne, aber in einem niveauvollen Ton. So, und jetzt packe ich meinen Krempel hier ein, packe meinen Geldbeutel, gehe nochmal auf die Bank und dann gehe ich einkaufen. Macht's gut. Bis später, weil mit Sicherheit kommt heute noch was. Tschüss!